die Papiere habe ich. Damit einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Für uns heißt es jetzt Zeit zu gehen. Genauso sehe ich das auch. So, Licht noch an. Fenster hoch. Und dann wollen wir uns mal auf den Weg machen. Da kommt nichts. Biege nach rechts ab. Ja, werft noch mal einen Blick auf die Halle. Lange wird sie wohl nicht mehr dastehen, wie ich das mitbekommen habe. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Wir müssen sehen, dass wir erstmal hier rauskommen. Die Ampeln sind ja einigermaßen gnädig heute zu uns. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Sagte er und musste an der nächsten Ampel anhalten. Aber so viel dazu. Wir sind heute mal im Namen der Luftfahrt unterwegs. Nein, wir bringen keine Luftpost weg, sondern wir bringen Flugzeugreifen zum Flugplatz in Anklam. Tanken brauchen wir nicht, da ist noch mehr als genug drinne. Dann machen wir uns mal schön auf den Weg. Und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Wie heißt es mal so schön, der frühe Vogel fängt den Wurm. Ich war ja auch überrascht, dass die den Ladetermin so früh heute Morgen schon gegeben haben. Und ich dachte mir auch, okay, guck erstmal, ob da wirklich schon einer am Arbeiten ist. Aber die waren da wirklich schon fleißig an Gange. So habe ich mich dann auch fertig gemacht und bin dann mal rübergefahren. Das Beladen ging eigentlich auch relativ zügig. Knappe Stunde war der Auflieger voll. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Und in Anklam war ich bisher, glaube ich, auch noch nicht. Wird mal interessant. Vor allen Dingen gerade noch zum Flughafen. Da ich ganz stark davon ausgehe, dass das nicht ein
internationaler Flughafen ist, sondern eher ein Sportflugplatz. Ich meine, das würden die Reifen auch erklären, weil das war eher so für Cessna oder Piper Beechcraft und was nicht alles. War also nichts bei, was irgendwie Boeing 747 mäßig aussieht. Es wird auf jeden Fall eine angenehm gemütliche Fahrt. Und ja, ich liebe den DAF jeden Tag ein Stückchen mehr. Ich meine, ich bin ihn bis jetzt gerade mal 540 Kilometer gefahren. Aber er macht halt wirklich Spaß. Und ich hatte ja auch so meine Bedenken mit den Mirrorcams. Nicht, dass sie ausfallen, sondern ob ich damit wirklich so klarkomme. Aber ich muss sagen, man gewöhnt sich da sehr, sehr schnell dran. Bitte links halten. Aber apropos Mirrorcams. Ich fahre zu schnell. Nee, aber apropos Mirrorcams. Lieber Rolando Di Berna, du hast mir noch nicht geantwortet, was deine berechtigten Zweifel an dieser ganzen Technik sind. Vielleicht hast du meine Antwort auf den Kommentar überlesen oder... Deswegen dachte ich mir, ich spreche dich hier jetzt nochmal kurz an. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du da nochmal deine berechtigten Zweifel kundtun würdest. Aber zum Glück waren es eben bloß 87, also alles noch im grünen Bereich. Nicht, dass Marian schon wieder Post kriegt. Ich glaube, dann wird er mich auch hühnchen. Vor allen Dingen müsste ich dann irgendwann mit dem E-Bike die Ware ausfahren, weil mein Lappen dann weg ist. Und das wäre ja auch nicht so prickelnd. Bitte links halten. Na, schön wäre es gewesen, wenn ich nach Eindhoven gekommen wäre. Dann hätte ich da vielleicht noch mal in dem Shop noch mal ein bisschen stöbern können. Aber früher oder später werde ich da auch noch mal hinkommen. Weil wir sind ja weitläufig unterwegs. Auf jeden Fall schön, dass wir wieder unterwegs sind. Hab mich auch mit allem eingedeckt. Weil ich weiß jetzt ja auch nicht so genau, wann es denn jetzt wieder nach Hause geht. Ich meine, wir haben heute erstmal Dienstag. Die Woche ist noch lang. Und wir sind hier ja nicht im Nahverkehr unterwegs.
Aber dass Chef da jetzt die Halle ausbauen will, das gefällt mir. Werde ich zwar um meinen Tankcafé in Eisenach gebracht, aber damit kann ich leben. Immerhin kann man dann schön auf dem Firmengelände tanken. Und das ist ja auch nicht schlecht. Wobei beim DAF hier mit seinem Riesentank 1400 Liter, damit kommt man erstmal eine Weile. Wenn man ihn dann auch noch sparsam fährt. Vor allen Dingen bin ich auch schon neugierig, wo wir da abladen. Bitte links halten. Klar, am Flughafen, das weiß ich auch. Aber ob das irgendwie eine enge Kiste wird oder ob wir dort irgendwie auf dem Vorfeld machen oder wo auch immer. Und vor allen Dingen, ob die da einen Stapler haben. Vor allen Dingen ein Stapler, der auch schafft, die Kisten daraus zu holen. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Und wenn die da erst anfangen müssen und die ganzen Reifen Stück für Stück da per Hand rauszuholen, und dann herzlichen Glückwunsch. Dann hat sich das für heute mit Weiterfahren mehr als erledigt. Bitte rechts halten. Das war doch hier Avus, oder? Berlin, der war Cheffi. War Marian doch auch. Oh, der ist dann ja zurück nach Erfurt. Ich finde auch den Serviceintervall bei diesem LKW hier. Das ist echt der Knaller. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ich wusste das erst gar nicht so, bis Marian mir das gesagt hat. Er hat sich damit ja eingehend beschäftigt. Und beim neuen DAF ist der Serviceintervall 200.000 Kilometer. Das ist schon mal eine Hausnummer, würde ich sagen.
mir so schnell keine Gedanken machen um Werkstattaufenthalt. Gut. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Würde mich beim DAF hier sowieso wundern, wenn ich damit jetzt schon Probleme hätte und nicht in die Werkstatt müsste. Biege nach rechts ab. Das war eine knappe Geschichte. Aber ich war mir nicht ganz sicher, ob mir der LKW sonst nicht da reinknallt. Der gute Kollege, der wohl nicht unbedingt mich gesehen hat. Ich meine, ich bin ja auch relativ unauffällig. Aber ich glaube, dem Mustang-Fahrer ist gerade auch sehr warm geworden, so wie mir. Manchmal fahren die aber auch, als gäbe es keinen Morgen mehr. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Immer geradeaus. Na, der vor uns, der will doch bestimmt an die Ostsee. Oder er hat sich verfahren, was glaube ich eher der Fall ist, weil er wieder zurückfährt. Würde ich mal sagen, Ausfahrt verpasst. Wie gut, dass mir sowas noch nie passiert ist. Und jeder, der was anderes sagt, lügt. Drückt wirklich mal die Daumen, dass wir da schnell entladen werden. Dann kann ich mich gleich wieder darum kümmern, dass wir die nächste Ladung kriegen. Weil fahren können wir definitiv noch ein bisschen was.
Ausfahrt rechts nehmen. Kann ja immer sein, dass irgendein Gestörter über einen Standstreifen noch der Meinung ist, er muss mich rechts überholen. Und dann halt lieber einmal mehr gucken. Das ist ja mal ein Riesendorf hier. Gasthaus zum springenden Hirsch in 3 Kilometer. Schön Äpfel da am Straßenrand, da werde ich eventuell nachher nochmal anhalten. Weil die sind immer richtig lecker. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Und wenn man schon die Möglichkeit hat, frisch vom Erzeuger die Äpfel zu kriegen, und dann sollte man da auch zuschlagen. Klar, im Supermarkt sind sie auch frisch, aber so unterstützt man halt direkt gleich den Erzeuger. Demnächst links abbiegen. Was geht denn hier ab? Oh, holla die Waldfee, da muss ich doch mal schnell mein Handy rausholen und da muss ich doch mal fotografisch festhalten. Biege nach links ab. So klein ist das hier scheinbar auch nicht. Das war eine schöne Fahrt. Das ist schön, dass das eine schöne Fahrt war, aber wo muss ich jetzt hier hin? Vorne glaube ich eher nicht. Ich denke mal, da stellen wir uns hier mal an die Seite irgendwo hin. Aufs Gelände rauf und dann ist gut. Stellen wir uns hier mal an die Seite hin, würde ich sagen. So. Raus. Aber da muss ich doch mal kurz glotzen. Da ist zumindest ein Stapler, okay.
Ich sehe, Diesel Airlines ist auch schon hier. Ja, dann werde ich mal eben gucken, dass ich hier irgendwo jemanden finde, der Ahnung hat, wo wir hier was machen müssen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Aber ich werde hier wohl einfach mal hier mal anklopfen. Also bis gleich. So, dann machen wir den Bums hier mal wieder zu. Und bewegen uns mal schnellen Schrittes zum LKW, um zum Kunden zu fahren. Die haben tatsächlich hier alles mit dem Stapler leer gemacht. Erste Kiste so rausgeholt. Dann mit. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Ist schön, dass du eine neue Route findest. Dann mit Hubwagen habe ich dann die Kisten da vorne geholt. Dann haben sie den mit dem Stapler wieder Biege rechts rausgeholt. ab. So haben wir das doch relativ schnell hingekriegt. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts, aber davon sehen Sie genug. Und das war hier früher mal ein Militärflughafen. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. War auf jeden Fall eine interessante Geschichte, weil er hat mir da so beim Abladen einiges erzählt gehabt. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Erdbeeren Hier zum endet selber es. pflücken, das klingt doch hervorragend. Mahlzeit. Ich bin hier für die Tour nach Fehmarn. Jo, alles klar, okay. Kann ich hier eben so stehen bleiben? Ach, du klärst das. Okay. Dann machen wir doch mal die Kiste aus. Und dann warten wir mal eben und wie gesagt, da müsst ihr jetzt ja nicht mit bei sein. Wir sehen uns also gleich wieder, wenn wir dann geladen haben. Jo, und danke noch für das Obst. Jo, dann brauche ich da vorne nicht mal bei dem Stand. Ja, das habe ich mir jetzt schon fast gedacht, dass der von euch ist. Ja, ging ja auch alles recht flott. Ja, dann würde ich sagen, ich mache mich jetzt vom Acker und wir sehen uns. Alles gut. Tschüss. Zip. Und weiter geht die wilde Fahrt. Brauche ich da bei dem Stand nicht mehr anhalten, weil die haben mich jetzt hier schon gut versorgt. Habe ich einiges mitgekriegt. Und gefällt mir natürlich. Biege nach links ab. Ein bisschen weit fahren dürfen wir noch.
immer geradeaus. Und so schnell kann es gehen, von Flugzeugreifen zu Birnen. Hier wird ein großer Solarpark gebaut. Davon hatte er mir eben auch noch erzählt. Wie sind hier auf erneuerbare Energien aus? Ist hier auch nicht schlecht. Das große Dorf. Rechts halten. Geht es jetzt also auf nach Fehmarn. Um genauer zu sein, Burg auf Fehmarn. Noch können wir ein bisschen was fahren, da brauchen wir hier noch nicht raus. Hab mir das ja auf der Karte schon mal angeguckt. Was ist denn da vorne los? Das hat mir jetzt ja auch noch gefehlt hier. Oh, scheint ja schon wieder weiterzugehen. Das wäre es ja noch gewesen. Hier ist noch in eine Vollsperrung reingeraten. Birnen, die werden wir dann morgen ausliefern. Und dann schauen wir mal, wo wir denn als nächstes hinkommen. Ob es innerdeutsch bleibt oder ob wir doch ein bisschen mal wieder das europäische Ausland bereisen. Wo wir hinfahren, ist mir im Endeffekt egal. Solange Fracht drauf ist und die Räder rollen, ist alles in Ordnung. Weil im Stehen verdienen wir ja kein Geld. Juhu, wir haben die 1000 Kilometer geschafft.
Und das wird unser Parkplatz werden. Neue Route finden. Ein paar Kollegen stehen ja schon hier. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Dann nehmen wir doch den hier. In der Hoffnung, dass er stehen bleibt und sich dann kein Kühler neben mich stellen kann. Das Gefährt einmal aus. Ja, so stehen wir gut. Gibt es hier irgendwo ein Bänkchen zum Hinsetzen? Stand hier nicht irgendwas vom Klo? Habe ich das Klohäuschen noch nicht gesehen, oder? Gehen wir doch mal gucken. Ich denke mal, das Klo ist hier sehr naturbelassen. Okay. Habe ich mir zwar anders vorgestellt, aber okay, was soll's. Und du bist auch der Held, dass du über einen PKW-Streifen fährst. Na gut. Aber bevor wir jetzt hier noch länger rumschleichen und das Klo suchen, bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.